So, da sind wir schon wieder und ich versuche mich hier immer noch aus dieser Höhle wieder rauszuschlagen. Was nicht ganz einfach ist. Aber ich arbeite dran. Ich muss mich nur mal kurz orientieren. Wo zum Teufel ist der Teleporter da oben? Und in der, da komme ich theoretisch nicht hin. Also jedenfalls nicht von hier. Ja, aber wenn ich hier lang gehe, sollte ich dort schnell eintreffen. Dann geht's auf Ebene 4. Ab zum Rebellenlager. Da ist er doch schon. Oh, sind die Teile geil. Muss man nicht mehr diese riesigen Fußstrecken da bewältigen. Ebene 1, 2, 4. Dann gebe ich ihr den Schild der Ahnen. Dann kriege ich dafür Kraus. Dann kriege ich Kras. Und verfickt. Wo muss ich nochmal lang? Da ist diese Tür, wo ich nicht durchkomme. Ist wahrscheinlich auch von der Krypta die Tür. Ich diese Kiste immer auf, obwohl ich weiß, dass es da nichts gibt. Da ist das Schloss. Genau. Was ist das für ein komisches Geräusch? Und ich könnte theoretisch auch mal meine ganzen Sachen verkaufen, die ich habe. Irgendwer war doch hier der. Thanks to you, the kingdom will be restored. Ja, toll. Darf ich da. Ach so, ja, jetzt, wenn ich komme, machst du den Laden zu, Penner. Mann, ey. Halt die Fresse. Ey, der Bastard macht seinen Laden zu, genau als ich komme, natürlich. Dass ich diesen ganzen Scheiß jetzt auch bloß noch länger mit rumschleppen darf. Ich sehe das schon, mein Inventar wird wieder sowas von überfüllt sein. So, wo war denn die Olle nochmal? Da oben, ne? Ja, da ist das Chefzelt, sag ich mal. Das heißt, ich werde jetzt gezwungenermaßen die Schilder tauschen müssen und das Schwächere nehmen müssen. Was nicht so viel Magie-Dingsbums bietet. Ich könnte den reparieren. As good as new. Dann, naja, gut wie neu würde ich nicht sagen. Ich nehme es trotzdem mal mit und kann es nachher verkaufen. Auch wenn es voll ohne Sinn ist, weil man braucht, glaube ich, nur noch 5000 Münzen in diesem Spiel. Das war's. So, hier, ich habe hier was für dich. Here it is. Oh, Amshigar, you have no idea. You see, this shield is much more than just a magical artifact. It is a shield of my grandfather, King Poxellus. Ja. Coole Sache. So you are Aaliyah, daughter of King Loonshire and Queen Florence, Princess of Arx, at your service. Why do you stay in hiding? How can you stay with these people who kidnapped you and killed your mother? These people are my protectors and bodyguard. The secret order of the Sacred Dagger, founded by King Poxellus himself. Their only mission is to protect the royal bloodline. They did not kill my mother. They found me near her body shortly after my birth. To this day, no one knows who killed her. Why are you still in hiding? Before my birth, the Sacred Dagger discovered that the Snake Women of the Order of Edirnium wanted me dead. Uh-oh. Though they could not determine why. They orchestrated my kidnapping in order to preserve the Kingdom's legacy. They considered using the Traveler's Guild to take me away from Arx, but the Order has agents everywhere, it seems. Does your father know any of this? No. He's not even aware that I'm still alive. As far as he knows, the Sacred Dagger is nothing more than a band of dissidents and malcontents. And frankly, I would be happier if it stayed that way, for his own safety. Promise me you will not breathe a word of this to him. Ja, 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 I will honor my word, ja, ja, ja. And instruct the guards to let you into the dungeon where we keep Kraus. Use it well, stranger. Oh, ich darf mir Kraus holen. Ops. Und wo ist das? Irgendwo da unten, nehme ich an. Da in den Privatgemächern. Was war das denn jetzt? Habt ihr es gesehen?
War das hier so ein Teleport-Switch-Dingsbumsens? Wo bin ich? Ich bin gerade voll desorientiert. Gib mir Krahos und lasse mich erfolgreich sein. Ja, dann holen wir uns Krahos. Fail. Dann latschen wir ganz. Ist das der zweite Ausgang? Ja. Dann latschen wir ganz gepflegt in den Akbar-Tempel und nieten alles um, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dann. Yay, ich darf hier rein. Ich darf hier rein, sie hat's erlaubt. Wir sind hier, um Aaliyah zu schützen. Oh, was gab's denn hier für eine Depri-Musik? Eine Falle! Hui, springen wir doch mal drüber. Da oben liegt was. Good day to you. Haben wollen? Fragezeichen? Wie ging nochmal der telekinesische Spruch? Ich kenne ihn nicht mehr auswendig. Irgendwas mit Movis, das weiß ich, weil Movis bewegen heißt. Bin ich cool, Alter. Ich kenne mich aus hier. Nee, gar nicht. Kommunikatum. Hahaha, blamiert. So. Dann zaubern wir mal ein bisschen. Magic Plate and Legends of Extra Protection. Wie geil ist das denn? Davon haben wir auch schon die Rüstung, glaube ich. Magic Plated, bla 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 bla. Tja, warum habe ich diese Dinger unverwundbar gemacht, weil ich es mit denen hätte auch machen können? Ah, nee, Quatsch, geht gar nicht, weil die verzaubert sind, ne? Oder? Wir können das ja mal versuchen. Einen Stein davon habe ich ja noch. Das ist natürlich nett. Yeah. Was macht der denn jetzt? Ich will die auf den... Mann, ich will die auf den Boden schmeißen. So, was haben wir jetzt? Ach ja, jetzt haben wir es genau falsch rum gemacht. Also. Schauen wir doch mal, ob er das überhaupt zulässt, wenn ich das machen möchte. I shouldn't do this. Siehst du, sag ich doch. I shouldn't do this. Ja, okay, dann eben nicht. Magic Plated Legends of Extra Protection. AC plus 10, das ist. Und Magic Plate Chest. Plus ein Mithril Helm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bis auf die Ösigen-Rüstung die höchste Rüstung ist, die man kriegen kann. Kann sein, dass es auch noch so einen Helm gibt. Das will ich nicht bezweifeln. Ich weiß es nicht. Moment, dann habe ich den noch nicht gefunden. Ich wette, da oben wäre ich auch noch so hingekommen. Wahrscheinlich führt hier jetzt eine Treppe hoch. Hier ist das Dungeon. Das Dungeon des Rebellenlagers. Was vollkommen sinnlos ist. Und mit billigen Falltüren. Oh, cool. Die Glocke geläutet. Was ist das? Schalter. Da will ich rein. Nice. Oh, super. Sind ja nur alle verschlossen. Verfickte Scheiße. Ich wette, da ist mega geiles Zeug drin. Und noch eine Geheimtür, die ich aber nicht... Die ich nicht zu öffnen vermag. Genauso wenig wie die Dinger, weil ich erstens die Schlüsselsätze mit habe, zweitens meine Fähigkeit sowieso zu beschissen ist, um das hinzukriegen. So, was ist denn hier noch? Ist das genau dasselbe? Ich glaube, das ist derselbe Raum. Wenn nicht, muss uns der Kollege da einen Schlüssel geben. Okay. Das ist sozusagen als Warnung. Da haben wir Krahos. Den wir jetzt angezogen haben. Jetzt haben wir Krahos und so weiter. So. Jetzt sind wir ganz, ganz, ganz top. Aber irgendwie bringen die uns sonst nichts. Oder bringen die mehr Magie? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit Telekinese benutze. Idiot. Und mein Mana die ganze Zeit geschrotet wird. So, danke für dein Krahos. Danke für diese schönen Beinschienen. Oh, die sind geil. Jetzt würde ich trotzdem noch gerne den ganzen Müll loswerden, den ich inzwischen gesammelt habe. Weil ich sehe das schon, ich werde sonst nicht, nicht auskommen mit dem Platz.
Das wollte ich sagen. 4 Minuten. Sehr schön. Darf ich jetzt auch hier hinten hin oder kackt ihr mich dann wieder an? Ach, wo ich schon mal hier bin, kann ich auch ein bisschen Wein mitnehmen. Ihr mögt mich jetzt ja. Ich habe ja hier die olle Alia, oder wie sie heißt, befriedigt. Und ihr alles gebracht, was sie wollte. Was gab's hier noch? Here's a door. Ach so, ja, genau. Ja, der Typ, der hat immer noch Feierabend. Der, ich hasse es. Ja, gut. Dann würde ich sagen, geht's jetzt nach Arx. Dort verticken wir dann unsere ganzen Sachen. Und danach direkt ohne Umschweife in den Akbar-Tempel. Und da freue ich mich drauf. Nicht wirklich. Schöne Ringe, ne? Fragezeichen. Wo war das noch gleich? War da ein Teleporter oder war der auf der anderen Seite? Ich meine auf der anderen Seite. Ja. Der war da hinten. Okay. Dann jetzt mal den Turbogang reinhauen. Geht das Ganze ein bisschen schneller. So, noch schneller. Wir kommen zwar nicht ganz bis dahin, aber... Ach scheiße, wie kommen wir denn da hoch? Tja, da habe ich wohl gefailt. Weil, naja, schweben können wir zwar, aber nicht fliegen. Ich muss durch diesen komischen Zwischengang nochmal gehen. Also hier oben der. Ja, dann verkaufe ich meine Sachen. Das mache ich gleich im Offscreen, damit das gleich nicht noch mehr Zeit wegnimmt. Und dann geht es weiter, wenn wir uns den Akbar-Tempel ein zweites Mal vorknöpfen. Diesmal müssen wir allerdings, glaube ich, nur uns durchkämpfen und den Meteor zerstören. Ich finde das übrigens nett, dass wir jetzt alle Runen haben. Das ist toll. Gut. Was sagt denn die Uhr? Habe ich noch ein bisschen Zeit? 2 Minuten? Ja, dann kann ich auch eigentlich schon mal... beenden hier. Dann dauert das Abmischen nicht so ganz so lange. ich habe übrigens gehört, über der Taverne soll es noch einen Schatz geben, den man finden kann. Da gucken wir gleich auch nochmal vorbei im nächsten Part dann, ne? Also dann macht es gut.